Ja, wir freuen uns, dass wir heute noch Gottes Wort hören können. Und heute Morgen wird Friedrich Lückhoff uns aus Gottes Wort erzählen. Friedrich und Lückhoff machen ihren Dienst auf den Philippinen. Und das war ja stark in den Medien in den letzten Monaten durch die Folgen von Taifun. Und schön, Friedrich, dass du heute Morgen uns dienst. Herzlich willkommen. Ich bin erstmal zu Tränen gerührt von diesem powerful Gebet, aber ich freue mich ganz arg, euch von hier begrüßen zu dürfen, euch alle hier und überall. Es ist schön, hier zurück zu sein. Wir sind gerade am Dienstag zurückgekommen und sind noch ein bisschen beim Umgewöhnen, aber es geht schon ein bisschen besser als wie am Dienstag. Es ist so eine schöne Städte, gute Städte, hier zu sein, in dieser Gemeinde, so liebevoll aufgenommen zu werden, mit so gutem Essen bedient zu werden, das ist richtig super. Und bevor ich es vergesse, lieber Peter, liebe Sabine, lieber Missionsvorstand, liebe Gemeindeleitung, liebe Gemeinde und alle, die ihr so wirklich geschlossen wie ein Mann hinter uns standet, wo es so sehr kritisch war auf den Philippinen und wir mitten in der Situation waren. Ihr habt uns befähigt, dort ein Segen zu sein. Ganz, ganz lieben Dank. Seid umarmt und geliebt. Dankeschön. Und dieser ganze Werdegang auch für uns auf den Philippinen und was wir in den letzten schon durchgemacht haben, auch mit dem Taifun, hat meine Gedanken immer wieder bewegt über die guten Werke, über die das Evangelium im Neuen Testament redet. Gott möchte, dass wir als Gemeinde gute Werke hervorbringen. Und meine Überschrift heute ist: Gute Werke sind eine geistliche Schlagkraft. Oder ich habe noch einen Untertitel und da heißt es: Mit guten Werken gewinnbringende Geschäfte für das Reich Gottes erzielen. Und das durften wir so richtig auf den Philippinen erleben, besonders in der Taifun-Situation auf der Insel Sulawesi, wo wir befähigt wurden, mit so viel Hilfe dort Hilfe hinzubringen. Sulawesi ist eine Insel ganz im Osten der Philippinen, ist vielleicht 3 Kilometer lang, 3/4 Kilometer breit und da wohnen 2000 Menschen drauf. Und danach kommt das Philippine Deep, ist circa 11 Kilometer tief im Ozean und dann irgendwann kommt Guam. Also ist die letzte Insel. Und da hat Gott uns vor einigen Jahren, genau im Jahr 2006 hingeführt, um dort das Evangelium zu verkündigen und eine kleine Gemeinde zu gründen. Aber es war sehr, sehr schwer, dort Fuß zu fassen, weil es so weit weg war. Und keiner von den Einheimischen wollte dorthin. Wir haben schon ein paar Leute dorthin geschickt gehabt und die sind wieder zurückgekommen. Aber wir hatten unter den Einheimischen über die Zeit einen Ältesten, einen Gemeindeleiter heranbilden können. Und so hatten wir immer wieder Kontakt zu dieser Insel und zu dieser Gemeinde. Als der Taifun kam, Yolanda, das war verheerend. Ganze Landstriche auf den Philippinen wurden zerstört, über 6000 Menschen starben und Millionen von Menschen wurden obdachlos. Ihr habt das alles in den Nachrichten mitbekommen. Und wir wussten, Sulawesi wurde zuerst getroffen. Und das war der Zeitpunkt, wo Gott es uns auf das Herz legte, dorthin zu gehen und zu schauen. Aber zunächst konnten wir keine Kontakte aufnehmen. Wir konnten mit niemandem reden. Wir hörten keine Nachrichten. Ich glaube, es war nach einer Woche, kam dann jemand von dieser Insel nach Cebu City und hat gesagt: Gott sei Dank, niemand dort ist gestorben, aber alle Häuser oder fast alle Häuser sind total zerstört.
Und umso mehr waren wir ermutigt und angefeuert und angeregt, dorthin zu gehen. Und zunächst im Dezember, nach 13 Tagen, nach dem Taifun, konnten wir 5 Tonnen Essen dorthin bringen. Und das war eine gute Tat, weil das war das erste Essen, das dorthin kam. Und es waren 450 Familien, ca. 2000 Leute, die dann etwas zu essen bekamen. Und ich habe dann gemerkt, dass selbst in dem kleinen Dorf von der Regierung her, da waren Streitereien, da waren, weil die bekommen manchmal Geld von der Regierung, aber das sind dann welche, die tun das in ihre eigene Tasche. Und das geht dann nicht immer so fair ab. Und als wir hinkamen, hat jeder etwas bekommen. Dann sind wir nochmal hingefahren und das erzähle ich am Dienstag, wie schwer das war und wie gut es dann aber auch ging, weil Gott einfach Gunst geschenkt hat und geholfen hat, haben wir nochmal 20 Tonnen Essen hinbringen dürfen. Und jeder hat ganz viel bekommen. 4 Wochen lang war das für sie Nahrung. Und das war richtig eine tolle Sache. Aber dann haben wir auch überlegt, okay, jetzt haben sie was zu essen bekommen, aber alles war zerstört. Die Kokosnussplantagen, die Boote, das normale Einkommen war für die Menschen nicht mehr vorhanden. Und so haben wir gesagt, wir wollen ihnen helfen, Häuser zu bauen. Und da kam ja das Work for Life Team. Das war der Anfang. Und für uns eine riesengroße Ermutigung. Diese Mühe, dass sich dieses Team von Deutschland aus gemacht hat, war eine riesengroße Ermutigung für uns, noch mehr von diesem zu tun. Inzwischen haben wir 40 Häuser gebaut und ca. 25 Häuser reparieren dürfen und 16 Boote gebaut und das kommt alles unter die Leute. Und viele Menschen sagen, warum macht ihr das? Und wir sagen ihnen, weil Gott euch liebt. Das sind Menschen in Deutschland, die haben es aufs Herz bekommen von Gott, weil sie Gott lieben, weil sie euch lieben, weil sie etwas Gutes tun wollen in eurem Leben. Gott liebt euch. Und es haben sich schon ganz viele bekehrt und wir haben unser Gemeindehaus noch nicht aufbauen können. Wir haben uns in den Trümmern getroffen, in einer halb kaputten Schule getroffen, aber Menschen kommen. Es sind diese guten Werke, durch die Gott auch spricht, weil die Bibel sagt, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit zieht uns zu ihm. Und das durften diese Menschen richtig verspüren. In Cebu City arbeiten wir unter Slum Kids und da gibt es viele Tausende von armen Kindern und wir arbeiten in der Nähe oder am Müllplatz von einer Großstadt von Cebu City. Und überall drumherum sind Häuser, das sind Familien, das sind Menschen, die waren noch nie woanders gewesen, Kinder, die dort geboren sind, Kinder, die dort aufgewachsen sind. Und die haben vielleicht einen Verdienst, die Familie von 1-2 Euro am Tag. Können ihre Kinder oft nicht in die Schule senden. Und da versorgen wir wöchentlich 700 Kinder. Aber hier, und das ist der Punkt, warum ich das sage, manchmal kommt man zu dem Punkt und man überlegt, hilft das, was ich tue, überhaupt? Macht es im großen Bild überhaupt einen Unterschied? Wird überhaupt etwas in die richtige Richtung bewegt? Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal in eurem Leben auch so habt. Ihr tut Gutes, ihr macht das Beste. Und dann kommen diese Zweifel und die Antwort ist absolut ja. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem kleinen Jungen, der war da am Strand und ist da immer hin und her gelaufen und hat da was ins Meer gebracht, hineingeworfen. Da kam
ein Mann her und war neugierig, hat gesagt, na, kleiner Junge, was machst du denn da? Und da hat er ihm diesen Seestern gezeigt und hat gesagt, wenn ich diesen Seestern nicht ins Wasser bringe, der stirbt da hier im Sand. Und dann schaut dieser Erwachsene den Strand entlang und sagt, guck mal Junge, das sind noch Hunderte und Tausende von Seesternen, denen kannst du doch nicht alle helfen. Dann schaut der Junge runter in seine Hand, wo er diesen einen Seestern hält und sagt, aber es macht einen Unterschied für diesen und bringt ihn ins Wasser. All das Wenige, das Kleine, das Viele, was wir tun, macht einen Unterschied in unserer Gesellschaft. In Matthäus Kapitel 5, Vers 16, da heißt es, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Jesus sprach von diesem Licht, dieser Lampe. Eine Lampe, ein Licht, eine Kerze stellt man nicht unter den Scheffel, sondern man stellt es irgendwo oben hin, wo das Licht leuchten kann. Und gute Taten sind wie Licht. Und die Dunkelheit kann es nicht erfassen. Gute Taten sind wie ein Stück Brot für den Hungernden, wie ein Glas Wasser für den, der dürstet, wie ein warmes Zimmer im eiskalten Winter, wie eine Klimaanlage in den Philippinen. Gute Taten bewegen etwas zum Guten hin. Und Gott hat uns so viel geschenkt. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Gott hat uns Erlebnisse mit ihm gegeben, wo wir wissen, Gott ist gut. Gott ist gut. Und aus ihm kommt nur Gutes. Und wir sind seine Leute. Und aus uns kommt Gutes. Weil in uns, durch den Heiligen Geist, der Wunsch inspiriert ist, gute Dinge zu tun. Und Paulus lehrt das. Er sagt, überwindet Böses mit Gutem. Seid nicht vom Bösen, werdet nicht vom Bösen besiegt, aber überwindet das Böse mit Gutem. Ich muss mich daran erinnern, das war, wie wir noch hier in Deutschland waren, und da sind wir von Korb, wo wir wohnten, hier nach Stuttgart in die Gemeinde gefahren, und meine liebe Nancy und Frau, sie erzählt gerne Geschichten. Und Ben und ich, wir hören dann immer zu. Und dann irgendwann fragt sie mal was, und dann kommt von uns die Antwort, like, ja oder nein, also kurze Antwort. Ne? Und sie fragte damals Ben etwas, und er sagte, gut, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber die Antwort war gut. Und dann hat sich Nancy irgendwie ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, warum gibst du immer so eine kurze Antwort zu Ben, ja? Da drüben sitzt er. Und Pause im Auto, ich fahre und sicher durch den Stuttgart-Verkehr. Und dann kommt die Antwort von Ben. Und er sagt, weißt du, Gott hat etwas Fantastisches gemacht. Er hat das Universum geschaffen. Er hat wunderschöne, riesengroße, fantastische Dinge geschaffen. Und dann hat er das Ganze angeschaut und hat gesagt, es ist gut. Ganz nach der Natur Gottes. Gott ist gut, er macht gute Dinge. Und wenn wir diese anschauen, dann können wir nur sagen, die sind gut. Und ich schließe mit diesem Gedanken, Gott ist dabei, etwas Gutes zu machen. Er hat gesagt, er baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle können nicht dagegen ankommen. Die Mächte des Todes können das nicht besiegen,
sondern die Gemeinde, die Jesus hier auf dieser Erde baut, ist viel kräftiger, ist viel stärker, weil sie Gott mittendrin hat. Weil sie aus Gott ist und von Gott ist. Und das soll uns so richtig bewusst werden, immer wieder, immer neu. Ich glaube, und wir wissen das alles, was Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Erde. Und das Licht verdrängt die Dunkelheit. Und wir in unserem Leben, überall da, wo wir sind, begeben uns auf den Weg, gute Taten zu vollbringen. Und was ich zum Ende sagen möchte, ist, lass uns nicht müde werden, denn es wird ein Ergebnis hervorkommen. Es wird eine Ernte kommen. Und ich möchte einfach nochmal Dankeschön sagen für alles hier, die Gemeinde. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde, dass wir so aktiv sind hier in Stuttgart und dass wir so weit ausstrahlen. Lasst uns nicht müde werden. Überall da, liebe Missionare, Kollegen, wo wir arbeiten und wo wir alle sind, Gutes zu vollbringen. Es wird Gutes hervorkommen. Gott segne euch.